Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich habe mir neue Ausrüstung geholt, neue Robe, neue Schuhe, alles neu. Und jetzt geht's weiter in der Hauptquest. Ich bin auch schon hier hingelaufen, damit wir nicht hier so lange, ne? Ihr wisst, wie weit das war. Und schauen wir mal, was auf uns wartet hier jetzt. Agathe. Es muss einen Weg geben, hier durchzukommen. Na, hoffentlich. Und was nun? Verdammt nochmal. Ich hatte Ihnen doch gesagt, Sie sollen nichts unternehmen, bis wir eintreffen. Bleib zurück, ich habe einen Plan. Hat er vielleicht etwas mit Allen und Ihrem kleinen Freund zu tun, die diesen Weg da entlang kommen? Wenn ihr irgendjemand anderes wärt, würde ich versuchen, euch aufzuhalten, aber euch wünsche ich einfach nur viel Glück. Es kann hier nicht enden. Na, dann müssen wir mal mit Ventrinio quatschen, der hier vorne hockt. Ja, manchmal gelingt es einem Soldaten, wozu eine ganze Armee nicht in der Lage ist. Schatz, das weiß ich, danke. Hier, Vetrinio. Ihr habt doch nicht etwa versucht, ihm entgegenzutreten, oder? Nein, natürlich nicht. Ihr seid ja noch am Leben. Das hier zu finden hat ein wenig länger gedauert, als ich gehofft hatte. Aber es dürfte genau das sein, was ihr braucht. Seht mir, was es ist. Dren hatte eine Zwillingsschwester im Hof des Sommers. Düd, die Verteidigerin der Tapferkeit. Sie waren vollkommen immun gegen die Kräfte des jeweils anderen. Sie schwand dahin, als das Haus der Tapferkeit fiel. Aber meine frühen Experimente mit dem Seelenquell haben eine hübsche kleine Überraschung zutage gefördert. Okay. Wisst ihr, als ich versuchte, Lebensenergie aus dem Äther zu ziehen, habe ich ihre Essenz eingefangen und sie in diesem Talisman gebunden. Er wird euch gegen Drehens Kräfte immun machen. Das ist 1A. Ihr seid ein Monster. Wir wollen doch fair bleiben. Feien haben keine Seelen wie Sterbliche. Sie sind eine Art der Magie in körperlicher Gestalt. Außerdem habe ich ohnehin nur einen kleinen Teil davon eingefangen. Gerade genug, um ein gewisses Maß an Immunität gegenüber Drehens Kräften zu gewähren. Es funktioniert nur bei einer Person. Aber es sollte genügen, damit ihr zu ihm kommen könnt. Das Problem ist, dass er auch gegen eure Kräfte immun sein wird. Aber ich bin mir sicher, da fällt euch schon was ein. Habt ihr einen Rat wegen drin? Mit der Essenz der Tapferkeit könnt ihr Drehens Angriffen standhalten. Hört auf, euch wie ein Kind zu verhalten und tretet ihm entgegen. What? Und nun zeigt... Ja, dann muss ich erstmal das Ding anziehen, oder nicht? Also das habe ich jetzt dabei und dann diesem Verteidiger, was ein wenig... Magie bewirken kann. Na, gucken wir mal, was das für ein Fuzzi ist. Kalistren entgegentreten. Oh, hier ist eine schöne Blutspur. Super. Ist das er? Hallo. Macht kehrt oder sterbt. Ich werde nicht gehen. Dann werdet ihr sterben, genau wie die anderen vor euch. Ich habe einen Eid geleistet, mein Haus und meine Heimat zu beschützen. Keine geringere Macht als der Tod selbst kann mich davon abhalten, meine Pflicht zu erfüllen. Ich will euch nicht schaden. Ich weiß, dass ihr beabsichtigt, mein Volk von den Tuatha zu befreien. Ihr wirkt ehrenhaft. Und ihr besitzt sogar den Segen meiner Schwester. Aber ich habe einen Eid geleistet, mein Haus und meine Heimat zu verteidigen. Ich kann euch nicht ohne einen Kampf einlassen und ihr könnt mich nicht besiegen. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, die Tuatha wären fort und meine Schwester wieder zurück. Ich werde euch niemals hindurchlassen. Jetzt bin ich wieder immun gegen deine. Wie wär's mit ein bisschen... Au, ist ja in Ordnung jetzt. Geht. Oh. Sofort. Genug. Wir könnten einander bekämpfen, bis die Berge zu Staub geworden sind, ohne dadurch irgendetwas zu erreichen. Dann lasst mich vorbei. Meine Schwester und ich wurden auserwählt, unsere Art zu beschützen. Solange unsere Häuser Bestand hätten, ihr Haus der Tapferkeit und mein Haus des Stolzes, würden die Feien niemals von dieser Welt verschwinden. Wir hätten nie damit gerechnet, dass unsere Häuser unter unseren Füßen zerfallen könnten. Sterbliche haben den Zusammenbruch des Hauses meiner Schwester verursacht. Doch sie hatten dabei Gadflos Hilfe. Mein Haus werden sie jedoch nicht bekommen. Er mag den Stolz mit seinen Prismere und seinem obszönen Gott verderben.
aber es sichert die Ewigkeit unseres Daseins. Gastflur ist mein Feind, nicht ihr. Euer Tod ist der einzige Weg. Ich kann euch nicht einfach Platz machen, aber wenn ihr Gardflor wirklich aufhalten wollt, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie mein Haus und meine Ehre unbefleckt bleiben. Na, erzähle mal. Wenn ihr mir versprechen würdet, das Haus des Stolzes zu verschonen, könnten wir unsere Kräfte ablegen und uns im ehrlichen Kampf messen. Wenn ihr gewinnt, darf eure Armee passieren. Gut, aber ihr geht vor. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, das unverdorbene Überleben meines Hauses sicherzustellen, dann soll es so sein. Falls ihr gewinnt, bitte ich euch, sowohl die Tuatha in meinem Haus als auch die verhasste Hexenritterin Myrna zu vernichten. Dann können wir wirklich frei sein. Okay. Dann komm her. Au. Drehen, weißt du was? Ich möchte gern viel EP haben und werde deswegen so aufs Maul hauen. Und zwar ordentlich. Komm her. Oh, das war's oder wie? Achso, er ist tot. Sehr. Schon nicht so schön. Gehen wir mal rein. In das Haus des Stolzes. Hallo. Mit euch an unserer Seite können wir nicht verlieren. Na, das sowieso nicht. Hallo, Tuatha. So, Kinas. Bam. Haben wir die? Ja, super. So, Kinas, kommt, wir müssen weiter. Wir müssen die ja vertreiben hier. So. Macht natürlich übelst Schaden jetzt, ne, wie ihr seht. Ich arbeite doch dran. Schilde doch. Das sind aber viele. Seh nicht. So, jetzt. Jetzt sehe ich was. Oh. Die hasse ich sowieso. Tricks Magier, die sich dann immer noch wegteleportieren. Da. Weiter geht's. Und das sieht doch nach einem Traum aus hier. Hallo. Der lustige Polgang. Achso, die greifen mich nicht an, das finde ich gut. So, Freund, hier. Ja, nehme ich mit. Warum nicht? Alles, was gratis ist, ist willkommen. Na komm, lass uns gehen. Wir müssen jetzt mal gucken, was hier drin ist. Ob hier irgendwie so ein Obermotz wartet auf uns? Oder ob es quasi nur Krüppchen Tuatha sind. Halt! So, wenn ihr so freundlich wärt, euch kurz mit uns zu unterhalten. Wer seid ihr? Ich wurde von den verbliebenen Mitgliedern unseres Hauses dazu auserwählt, für alle zu sprechen. Mhm. Wir fühlen uns durch eure Absicht, uns zu befreien, zutiefst geehrt. Und, was wollt ihr? Fahrt einfach fort und vernichtet die Hexenritterin Myrna, die unser Haus derart unterdrückt hat. Und ihren abscheulichen Prismärschrein natürlich. Wir hegen nicht den geringsten Zweifel, dass ihr sie finden und bezwingen werdet. Wir sehnen euren Erfolg herbei. Ich arbeite dran. Kriegen wir alles hin. Sind ja nicht allein. Wieso kommt ihr durch die Tür durch mich nicht? Ach, hier ist er. Hallo. Warte, ich bin... Nein! Ich bin mir auch... Bist du mich verarscht? Ich will mir auch so ein Typ holen. Ach, der Nett.
ziemlich schön. Alter, wie viele holt die denn noch? Yo, chill mal. Gib mir auf die Nüsse. So, und jetzt geht's los hier. Ich krieg da nämlich aufs... Du triffst mich nett, Junge. So, ach, hier ist sie. Ja, dann nehmen wir sie doch. Ach, den Schrein müssen wir auch zerstören. Und wie tun wir das? Ah, da vorne der Schrein, alles klar. Ich will nur kurz die Truhe hier mitnehmen. Weil sich die Leute hier immer beschweren, dass ich das Zeug alles liegen lasse. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr, nicht so viel. Oh, das scheiß Ding hier kaputt. Ein Scheiß werd ich. Easy peasy. Na komm, Gottflo. Quatsch mit mir. Kind des Staubs. Ich weiß. Ihr habt den unsterblichen Verteidiger getötet und ein Haus voller überheblicher Verräter befreit. Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr jene bloßgestellt habt, die meiner Art gegenüber treulos sind. Aber ich habe ja ohnehin so vieles, wofür ich euch dankbar sein muss. Warum? Ihr werdet für meinen Tod bezahlen, die Feinde werden sich wenden sich gegen euch. Das Haus des Stolzes? Sein Verrat war unausweichlich. Doch schon bald werdet ihr dem Haus der Rache gegenüberstehen. Und diese Feien sind dir noch treu ergeben. Ihre Treue ist rein. Es ist ihr Instinkt. Die Göttin der Barmherzigkeit erwacht. Und mit jedem Schritt, den ihr in mein Heimatland setzt, kommt sie dem Übergang in unsere Welt und der Vernichtung eurer Art näher. Seid also in Alabastra willkommen. Es wird erneut euer Tod sein. Quatsch. Das werde ich ohne Probleme schaffen, kein Ding. Ah, hier ist er. Jung, bleib stehen. Wir müssen quatschen. Nun, wir haben gesehen, wie unser Champion besiegt und uns unser Vorteil genommen wurde. Und unsere Gedanken sind wieder klar. Seid gepriesen, Champion. Wir, das Haus des Stolzes, sagen uns in unserer unaussprechlichen Weisheit von den Tuatha los und verlangen, dass ihr unsere sofortige Kapitulation akzeptiert. Die Tuatha werden vertrieben, ihr könnt keine Forderung stellen. Tuatha werden vertrieben. Eure Armee ist hier willkommen. Wir vertrauen darauf, dass man sich an unser Entgegenkommen erinnern wird, falls Gadflo entthront werden sollte. Ja, klar. Wir danken euch herzlich. Und unsere Magier haben eure Armee bei ihrem Marsch nach Alabastra bereits unterstützt. Wir hoffen, ihr habt keine Einwände. Ich glaube, wir rücken nach Alabastra vor, kommt mir bloß nicht in die Quere. Hervorragend gesprochen. Ihr habt die gebieterische Ausstrahlung des jungen Eagon, der einst ebenfalls das Vergnügen unserer erlauchten Gesellschaft hatte. Bitte gestattet uns, euch in Alabastra willkommen zu heißen. Wir hoffen, euer Besuch wird ereignisreich sein. Definitiv. Unaufhaltsame Macht. Der Verteidiger des Stolzes, der unbesiegbare Drenn, musste sich deiner Macht geschlagen geben. Du hast das Haus des Stolzes befreit, den Weg zu deinem letzten Aufeinandertreffen mit Gadflo bereitet. Wie viel? Das ist schön. Schön viel Gold gekriegt. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Hochmut führt zum Fall. Das ist definitiv. Definitiv. Kommen wir hier vorne raus? Na klar, wenn die hier hinlaufen, bestimmt. Die Zeit der Rache. Ja, na klar, wir müssen ja jetzt... Oh, das Haus der Rache, stimmt. Hallo? Ah, hier ist er. Aldin Schier. Das Haus des Stolzes hat seine Tore geöffnet und uns als Champions ehrenhalber willkommen geheißen.
Sie behaupten zwar, das sei reine Gastfreundschaft, aber ich schätze, wir müssen uns bei euch bedanken. Jetzt kommt allerdings der schwierige Teil. Wir können Chlorikon zwar halten und sogar ein wenig nach Alabastra vordringen, aber uns fehlen die Streitkräfte, um Gatflo zu belagern. Gatflo ist also nicht aufzuhalten, ich brauche keine Armee. Alabastra ist ein Labyrinth aus Tälern. Gatflos verbliebene Gläubige würden eine geschlossene Armee sofort bemerken. Und dann würden die Täler für uns zu einer Todesfalle. Aber wir fünf können triumphieren, wo eine Armee scheitern würde. Wenn wir uns aufteilen, können wir schneller reisen und sie unvorbereitet treffen. Wir werden beim Haus der Rache sein, direkt an Gatflos Türschwelle. Von dort aus greifen wir dann Bael an, das Herz seines Reiches. Was verheimlicht ihr mir? Mehr als ihr denkt. Aber ich verspreche euch, dass ich euch alles erklären werde. Nachdem Gatflo tot ist, vielleicht. Na, hoffentlich. Wir sehen uns in Alabastra. Das definitiv, oh Gott. Warum habt ihr hier Leichen rumliegen? Oh, jetzt sind wir in Alabastra. Das sieht doch nach einer wunderbaren Reise aus. Ach, gut, Leute. Diesmal seid ihr dabei, wie ich hier von A nach B laufe. Ich hoffe, wir finden unterwegs nochmal irgendwie... Ah, da ist ein Händler. Da ist ein Händler. Ein Händler. Oh. Händler. Hallo. 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 Händler. Hey, ich habe nicht besonders viel. Sag ja. Du hast nur Sachen, die ich nicht brauche. Toll. Viele Vorräte, aber sie. Super. Hast du. Warte mal, vielleicht kann ich. Ja, was mein. Nein, verdammt. Der Legende nach. Psst. Bildet. Muss Sachen verkaufen. Ja, das sind alles Sachen, die brauche ich nicht. Reparatursachen haben wir noch fünf. Vielleicht tun wir noch uns ein paar Reparaturdinger. Ich meine, das ist nicht schlecht. Jo, nehmen wir alle 10.